Ja, guten Morgen. So die letzte Etappe von eurer Tagungswoche ist noch ein Vortrag von uns und dann Nachmittag die Heilige Messe und die Ehebunderneuerung. Und wir wollen vielleicht auf diesen Nachmittag noch kurz eingehen und auch noch den gestrigen Tag ein bisschen hereinholen. Aber zuerst wollen wir am Beginn eigentlich einmal ein paar Sätze zum Thema sagen, vor allem zum Thema Ideal. Also es geht um Idealpädagogik und es geht um Ideal. Und das ist ein bisschen ein anrüchiges Wort, Ideal. Das ist irgendwie anstrengend und irgendwie... Ja, vor allen Dingen wird es oft falsch verstanden. Ja, und irgendwie... Ja, wir wollen ja gar nicht ideal sein und so. Ne? Wie ist im Tschechischen das Wort Ideal? Ist das auch so, dass man es nicht erreichen kann oder wie? Oder? Eine gute Bedeutung oder eine... Ja, es kann auch so klingen, oder? Das, Wir haben noch die Vorgeschichte, also... Das waren 40 Jahre. Ach so. Ah, ja, das ist ja auch der Gemeinde. Da habt ihr nach dem Ideal gestrebt, 40 Jahre lang. Genau. Ja. Das ist schwierig, ja. Na gut. Also, darum jetzt die Übung für den Einstieg. Ja. Was meint der Pater Kentnich mit Ideal? Wir haben übrigens eine kurze Lebensbeschreibung von Pater Kentnich euch gegeben, weil wir dann immer wieder erwähnen, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Also, das Wort Ideal. Zunächst eine Beobachtung. Also wir haben ja schon sehr viele Kurse gemacht, sehr viele Ehepaare sind fertig und die treffen wir nachher wieder nach der Akademie und merken, also diese Familie, das heißen ja dann Familientrainer, die Familientrainer sind viel belastbarer, als sie vorher waren. Und das haben wir uns gefragt, warum ist das so? Und das sagen auch andere Leute über die. Ne? Was also, habt ihr mit denen gemacht? Also die Bekannte, ne? Haben die vorher gekannt und sehen sie jetzt nachher? Also wir fragen, was habt ihr mit denen gemacht? Wir treffen in zwei Jahren Bekannte von Ehepaar Karstner. Ne? Also, ich habe es auch nicht immer. Erst, was habt ihr mit den Karstner gemacht? Ja, was ist da los? Aber wirklich solche Rückmeldungen bekommen. Und ja. Also wir sagen, Belastbarkeit, gelassener vielleicht, wie auch immer. Und da haben wir eben nachgedacht, wieso kann das sein? Das sind jetzt nur zwei Jahre, aber so ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Ausrichtung, das entfernt oder vermindert diese Reibungsflächen. Man reibt sich da und es geht Energie verloren, weil man ja da die Energie hineinsteckt. Und wenn man, das kann man aber auch so darstellen, ne? Also wir sind ein Ehepaar, ein Mann, eine Frau und wir suchen die Nähe. Ja? Wir kommen immer näher und irgendwann steigen wir uns auf die Zehen. Ja? Das ist sozusagen die Reibungsfläche. Wenn wir aber ein Ziel haben, wo wir uns ausrichten, gehen wir allmählich in diese Richtung. Und siehe da, da steigen wir uns nicht auf die Zehen, aber wir sind trotzdem nah beieinander. So würde man sagen, also, steigt die Belastbarkeit. Das ist so eine Erklärung, eine technische Erklärung, ich bin ein Techniker, also die Reibungsflächen werden etwas geringer und vor allem die Reibungsdauer wird kürzer. Das heißt, wir haben natürlich unsere Unterschiede. Also es wird weiterhin Reibungen geben, und das breit ist, oder so, aber vielleicht nicht mehr so lang. Und das ist ja gut so. Wir brauchen ja die Unterschiede, das ist ja die Dynamik, da kommt ja die Energie her, aber wir wollen nicht einen Energieverschleiß, sondern einen Energieimpuls. Das Wort Ideal, also jetzt im Deutschen, im Tschechischen hat es dann noch eine andere Bedeutung aus der Geschichte, aber im Deutschen die Bedeutung ist irgendwie keine Fehler haben, ideal sein. Oder einem Idealbild entsprechen, ein Klischee, so muss man sein. Also dass dann im Endeffekt alle gleich sind, das ist das Ideal, Oder perfekt sein, keine Fehler haben. Und alle diese Bedeutungen sind falsch. Oder der Pater Kentnich verwendet es anders. Ja. Der verwendet es als Streben auf ein Ziel hin. Und da gibt es ein schönes Gebet aus dem Himmelvers. Also das Himmelvers ist eine Gebetssammlung, die der Pater Kentnich im Konzentrationslager geschrieben hat. Und er hat es in Versform geschrieben.
damit, wenn es aufkommt, man sagt, das ist ein Spinner, der hat irgendwas drin. Der hat ein Gedichterl geschrieben. In Wirklichkeit sind es ganz tiefe Inhalte, die man langsam verkosten muss. Also man kann nicht das Ganze auf einmal lesen. Und im Gebet sind so die Elemente, das Idealstuhl vor einem Schweben. Also das ist da, aber nicht so, dass so direkt erreichen kann, sondern es schwebt so vor uns. Ne? Und es hat Einfluss auf unser Leben, es formt unser ganzes Leben. Das ist Ideal, kommt aus der Liebe Gottes zu uns, also dafür, dass uns deine Liebe schaffen, und an ihm soll alle Kraft sich straffen, das heißt, wir streben danach, unsere Energie richtet sich aus. Also das beschreibt es eigentlich ganz gut, also dieses Zielbild, Ideal, Vision haben wir gehört gestern, das ist ein Geschenk Gottes. Also Gott hat uns so geschaffen, dass er einen Lieblingsgedanken, einen von seinen Lieblingsgedanken in uns hat Fleisch werden lassen, wenn man dieses Wort von der Bibel nimmt, also lebendig hat werden lassen. Und das steckt schon in uns drinnen. Und jetzt spüren wir immer so eine gewisse Sehnsucht. Aber die ist vielleicht nicht so bewusst. Und wenn man jetzt hört, dass es ein persönliches Ideal und ein Eheideal gibt, dann wird es uns vielleicht bewusst, dass wir sowas in uns haben. Und dieses Suchen ist eine ganz spannende Sache. Also für einen persönlich und als Paar noch spannender, weil man ja eine gemeinsame Aufgabe dann hat, ein gemeinsames Ziel. Der Pater Kendrick sagt von sich selbst, wir kommen dann noch drauf, dass das eigentlich in ihm drinnen war, dieses Ziel. Und er hat es auch formuliert, ja, dazu gibt es Schönstatt, die Zielgestalt Schönstatt. Das ist jetzt die Mission. Ne? Mhm. Nehme ich an, muss mich korrigieren. Das ist neuer Mensch in neuer Gemeinschaft. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen, nicht? Also hier uns zu erneuern. Ja, ein selbstbewusster Mensch. Ein zielstrebiger Mensch und die neue Gemeinschaft, also dieser Mensch ist gemeinschaftsfähig und die ganze Gemeinschaft ist getragen von der Grundkraft der Liebe. Wir zwei, also wenn wir uns selbst erziehen oder wir versuchen dann zu erneuern, neue Menschen werden, dann formen wir diese neue Gemeinschaft und das ist eigentlich das Bild von einer Gesellschaft, wie wir sie brauchen. Jetzt ein Beispiel, die Sehnsucht, die Gott in einen Menschen reinsteckt, der kleine Josef Kind. Also da gibt es ja so ein liebes Bild, glaube ich, das allererste ist von der Erstkommunion. Ne? Oh, das war, da sieht man, wie er so richtig fest dasteht und weiß, was er will, weil er hat sehr früh gewusst, er will eigentlich Priester werden. Und er hat die Menschen schon von klein auf beobachtet. Also er hat ganz genau hingeschaut und da war er in der Heiligen Messe mit seiner Mutter. Und dann nach der Messe sind die Leute heraus am Kirchplatz gestanden und da hat er gesehen, da ist ein Mönch. Ich weiß, wir wissen immer welches, von irgendeinem Orden. Und dieser Mönch ist dann hinter die Kirche gegangen und irgendwie hat es den kleinen Josef interessiert, was macht er denn? Dort hat er geraucht. Und das war natürlich im Orden verboten, ne? Das ist eh klar, dass er war. Ja, da und der Kommentar von dem Mönch war, da sieht mich keiner. Ja. Und das hat ihn in dem Josef so einen Widerstand hervorgerufen, der ist zweigeteilt, der Mensch. Ne? Der ist dort im Kloster und da ist er seinen Süchten verfallen. Und das hat ihn also so ein Gerechtigkeitssinn, ja, im genau. Da stimmt das was nicht. Nicht gepasst. Und dann merkt man schon aus dieser Erzählung, da waren es Antriebskräfte, eben als Erzieher zu wirken, um Menschen aus einem Guss zu erziehen. Dass eben sowas nicht passiert. Der gestrige Tag, wir gehen jetzt auf Seite 3. Gestern Haltungspädagogik und wir haben euch dann so einen Tagang gegeben von der Sparkasse, glaub an dich. Nicht? Also das ist natürlich ein schöner Spruch, glaub an dich und irgendwie scheint der zu ziehen. Menschen, wahrscheinlich junge Menschen, dann sagt man, glaub an dich, nicht? Das ist die Aufforderung. Und der Spruch ist an sich gut, also den können wir auch anwenden. Glaub an dich, wir glauben an uns und so.
Aber wo wir jetzt hinwollen ist, dass vor dem Glaube an dich steht noch etwas und da steht das Ich glaube an dich. Also wenn ich sage, ich glaube an dich, ich glaube an dich, dann ist das schon so eine richtige, eigentlich eine Liebeserklärung, ne? Eine Annäherung. Ja. Und man kann eigentlich nicht an sich selbst glauben, wenn niemand an einen glaubt. Also wenn niemand an mich glaubt, ist es schwierig, an jemand anderen zu glauben. Und das ist jetzt ein ganzes Spezifikum von Schönstatt, wo der Pater Kentenich auch hinarbeitet. Also zunächst geht der Pater Kentenich davon aus, wir haben es gestern schon erwähnt, dass in jedem Menschen eine göttliche Idee steckt. Also göttlicher Funken. Göttlicher Funken, etwas oder ein Samenkorn oder wie auch immer. Also in jedem Menschen steckt sein Kern drinnen, den Gott hineingelegt hat und der einzigartig ist. Also es gibt keinen zweiten Menschen, der genauso ist. Und wir haben auch eine ganz spezielle Aufgabe auf der Welt und niemand anderer kann diese Aufgabe bewältigen, weil wir dafür geschaffen sind. Also wenn wir ausfallen, dann wird es halt nicht gemacht, diese Aufgabe. Und jetzt ist die Aufgabe von uns als Erzieher, also hier, was wir gestern besprochen haben oder was ihr bei den anderen Vorträgen auch gehört habt, unsere Aufgabe als Erzieher, das zu wecken, das, was drinnen steckt, in den Menschen zu wecken. Also zuerst beobachten, was ist der göttliche Funke und dann wecken. Und da haben wir zwei Beispiele drinnen, wo Marienschwestern, die den Pater Kentenich noch persönlich gekannt haben, davon Zeugnis geben. Die eine ist die Schwester Carol und die andere Schwester Virginia. Also diese kleinen, was ist das? Videos, ne? Ja. Kleine Videos, die man sich anschauen kann. Von einer Schwester Carol und Schwester Virginia. Also unsere Aufgabe als Eltern, etwas zu wecken, was in den Kindern steht. Und da ist das Interessante natürlich jetzt bei unserer Erziehungsaufgabe, dass wir ja zunächst nicht genau wissen, was steckt in den Kindern drinnen, weil, okay, wir sind da beteiligt als Eltern an den Kindern, aber welche Eigenschaften sind das? Mit denen Eigenschaften, die wir nicht haben, und hier habt ihr ja Kinder, die unbekannte Eigenschaften haben, die man entdecken muss, ne? Und das ist also eine wichtige Aufgabe, diese Fähigkeiten zu entdecken. Wenn wir vielleicht noch, ich denke, die Anne-Marie hat das gestern gesagt. Er hat gesagt, eigentlich unsere Erziehung ist, dass wir, oder die Kinder müssen dann selber eigentlich auch so durchgehen durch etwas, ihren Weg finden. Und das ist auch nicht so leicht. Ne? Dass wir helfen ihnen, dass sie ihren eigenen Weg finden. Weil irgendwann, wenn sie erwachsen sind, denken Sie auch daran, dass Sie ein Ideal haben. Das dauert natürlich, bis Sie und da ist jetzt in der heutigen Zeit, ich meine, es ist immer schwieriger als die heutige Zeit und früher, nicht? Also wie war es früher und so. Aber wir glauben, dass jetzt die Anforderung an die Erziehung schon sehr gestiegen ist, weil sehr stark die Originalität, die Einzigartigkeit, das persönliche Profil gefragt ist. Also die Massenströmungen sind jetzt so stark, dass wir von Menschen erziehen müssen, Kinder, Jugendliche erziehen müssen, die wissen, wer sie sind und die zu sich selbst stehen können. Also sie immunisieren gegen die Einflüsse, die sagen, so musst du sein, das musst du anhaben, so musst du ausschauen und das musst du besitzen. Also die Kinder immunisieren, dass sie sagen, ich bin, also bei uns ist das so, zum Beispiel in der Familie. Also, man, wie gesagt, die gute alte Zeit, wir wissen nicht, aber wir stellen uns doch vor, wenn das ein Bauernhof war, da waren 5, 6 Kinder, ja, die haben da einfach mitgearbeitet am Bauernhof und jeder hat da gelernt, mit der Heugabel umzugehen und zu mähen und so weiter und den Stall auszumisten. Die haben so die Aufgaben gehabt, die ein Bauer hat und jeder hat die erfüllen müssen. Also irgendwie haben die war nicht viel andere Möglichkeiten. Alle das Gleiche gemacht, dann nebenan waren ein Bauern, die haben das Gleiche gemacht, und dort waren Bauern, die haben auch das Gleiche gemacht. Also, wie die Regina gestern gesagt hat, na, eigentlich da war Unterstützung. Nicht? Wenn alle so im Prinzip das Gleiche tun, ich meine schon als Persönlicher, aber das ist heute anders. Wir müssen heute Menschen erziehen,
jeden Einzelnen anschauen und bei jedem Einzelnen die Fähigkeiten entwickeln, weil sonst können später nicht bestehen. Also da ist schon eine große Herausforderung. Umgekehrt ist eine schöne Aufgabe. Die Kinder beobachten, was steckt da drinnen und das fördern, das entdecken. Also wir haben von einem Vater gehört, also er hatte, glaube ich, eine Tochter, einen Sohn, so Volksschulalter, und er hat immer beim Schlafengehen der Tochter gesagt, du bist meine geliebte Tochter. Und das hat natürlich irrsinnig ihr Selbstbewusstsein aufgebaut. Sie hat gewusst, sie ist wertvoll. Und allein das immunisiert schon gegen den Zeitgeist. Ich meine, nur ein Beispiel, das wir unlängst gehört haben, da war ein Kind, das hat also zerrüttete Familienverhältnisse gehabt und hat dann als nicht familienfähig gegolten. Also konnte in einem Familienverband nicht existieren. Und dann irgendwann hat es halt eine Frau bekommen, dieses Kind, ich glaube eine Kinderdorfmutter. Und es war unmöglich, dieses Kind, nicht? Also eben nicht familienfähig, das hat ja gestimmt. Aber die hat dann das Kind beobachtet und hat dann entdeckt, dass dieses Kind mit Holz Glötzchen spielt, also irgendwie so kleine Holzstücke, und dann spielt es damit. Ne? Und das hat sie dann gefördert. Die hat ihm dann wieder Holzstücke gegeben und hat mit ihm was gemacht. Und dadurch, dass sie jetzt da eine Fähigkeit bei ihm entdeckt hat und die gepflegt hat, entfaltet hat, ist das ein Mensch geworden, der später im Leben ganz tüchtig war. Also dieses Fähigkeiten entdecken, das Besondere, das ist ganz wichtig heute. Also das ist unsere Erziehungsaufgabe, wecken. Wir wecken etwas in dem anderen. Das war eine Meisterleistung vom Pater Kente nicht. Darum ist er uns auch so sympathisch, weil er das also geschafft hat, dass er in den anderen immer etwas weckt. Die Leute haben gesagt, wie kommt es, dass man bei ihnen als besserer Mensch weggeht, als man hergekommen ist. Also die sind zum Gespräch gekommen und dann nach dem Gespräch haben sie gesagt, jetzt fühle ich mich als besserer Mensch. Also, Gott hat etwas hineingelegt und wir bringen etwas zum Wachsen, bei anderen, bei uns auch. Wir sind dann am Nachmittag, Heiligen Messe, im Heiligtum oder vor der Kapelle, und da möchte ich mich auf etwas aufmerksam machen. Die Wirkung von dieser Kapelle, so wie es uns der Pater Kente erklärt und so wie wir auch spüren, dass das so stimmen wird. Wenn man hineingeht, das ist das große Bild der Gottesmutter, und wir sagen dann, weiß nicht, gegrüßet seist du Maria oder irgendwie, ja, wir sehen sie und haben vielleicht irgendeinen Gruß auf den Lippen oder in Gedanken. Ne? Und der Pater Kente sagt, bevor du noch die Gottesmutter grüßt, grüßt sie dich schon. Und zwar spricht sie dich mit deinem Namen an. Sie kennt dich und sie sagt, es ist gut, dass du da bist. Also ich habe gestern vom Grüßen gesprochen, nicht? Und es ist doch schön, das Grüßen so wichtig. Ja? Und der Pater Kente sagt, wenn man gegrüßt wird, geht etwas vom anderen auf einem über. Und da haben wir ein schönes Beispiel, das ist der dritte Link dann da, wo das ein Priester erzählt, in einer Predigt, ein steirischer Priester, erzählt, wie er ein Zeugnis gehört hat von einem anderen Priester, wie der Pater Kente nicht im Konzentrationslager so vor sich hingesprochen hat, Maria, grüße mich. Maria. Also die sind im Appell gestanden, auf dem Appellplatz, und es war ganz heiß und sie mussten stundenlang stehen. Und der hat das immer gemurmelt. Er sagt, Maria, grüße mich, Maria, grüße mich. Und der andere war auch ein Priester, hat sich wahrscheinlich gedacht, das heißt gegrüßt, das heißt Maria. Nein, Maria, grüße mich. Und dann erklärt er es so, wenn Maria mich grüßt, strömt ihre ganze Freude auf mich über. Das heißt, durch das Grüßen gibt man der anderen Person etwas. Ne? Das ist ja in unserem Grüß Gott auch so. Nicht? Wir grüßen und sagen, so etwas von Gott zu dir hinströmen. So einen besonderen Gruß haben wir da bildlich dargestellt. Das ist in Südtirol ein Wallfahrtsort, wo die Maria und die Elisabeth lebensgroß dargestellt sind, die Figuren.
wo genau dieser Augenblick des Grußes dargestellt wird. Als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Also Maria lässt das Kind, das Gruß Mariens lässt das Kind hüpfen, und das bringt Freude. Und deswegen hat wahrscheinlich der Pater Kentel nicht gesagt, grüße mich, ne? weil er da in dem Zustand ja wahrscheinlich auch erschöpft war. Ne? Wir sind ausgegangen von dem Glaube an dich und wir haben gesagt, vorher ist ein ganz wichtiges Ich glaube an dich und das Ich glaube an dich, das müssen wir von jemandem hören können und der Pater Kentel sagt uns, wenn wir da in die Kapelle reingehen, hören wir das von der Gottesmutter. Das ist seine Überzeugung und das müsst ihr halt ausprobieren. Und dieses Angenommensein, er sagt die Gnade der Beheimatung, also ein Angenommensein, man fühlt sich wohl und man fühlt sich persönlich angenommen als ich. Und manche Leute sagen, ja, ich glaube daran, sie spricht uns mit dem Namen an. Man hat gestern gesagt, mit dem Namen ansprechen. Ne? Sie spricht uns mit dem Namen an, sie kennt uns. Also das ist der Grund, warum wir dann auch die Heilige Messe beim Heiligtum machen, weil wir dort uns angenommen fühlen und gestärkt fühlen, so wie wir sind. Und dadurch, dass wir persönlich angenommen sind, können wir auch andere annehmen. Man kann ja sagen, meiner Ehefrau, du, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich war leise. Also, damit das gegenseitig sagen können. Ja, ich glaube an dich, ich habe Vertrauen an dich. Ich glaube, bei der Kindererziehung haben wir gestern gesprochen, ist wahnsinnig wichtig, dieses Vertrauen zu haben. Die Mutter vertraut dem Vater, der Vater vertraut der Mutter. Das ist ganz wichtig, weil das Kind ja beide braucht. Und das ist das gegenseitige Vertrauen, das ist das, was dann eben das Kind stark macht. Also das war nur so ein Nachtrag zu gestern und eine Überleitung zu der Zeit, wo wir im oder vor der Kapelle dann verbringen. Wir wollen vom Eheideal sprechen, also wir sind überzeugt, Gott hat etwas auch in uns als Ehepaar hineingelegt. Und da ist so unsere Überzeugung, dass wir sprechen das auch aus, dass wir den Ehepartner von Gott geschenkt bekommen haben. Dass sie die, also irgendwann, bevor wir noch auf der Welt waren, irgendwie ganz, also die Erde vielleicht noch nicht entstanden ist, hat sich der liebe Gott schon überlegt, oder jetzt werde ich einen Erich machen, da streng ich besonders an, der wird super. Und der braucht eine wirklich super Frau, ne? Also dann schaffe ich die Eva und die zwei werden ein super Ehepaar. Gut für euch alle. Ja, dann hat er so viel inszeniert, damit wir uns kennenlernen. Und das ist unsere Überzeugung, das heißt, der Partner ein Geschenk Gottes und das ist etwas, was ihn wertvoll macht. Also insofern, wenn wir an das glauben können, dann wird der Partner noch mehr wert. Und da ist interessante Erfahrungen. Wir haben das bei einem Vortrag gesagt, bei einer katholischen Erneuerungsbewegung und so, lauter fromme, brave Leute, junge Leute, dynamische Leute. Und dann erwähnen wir das ja, Gott hat uns zusammengebracht und dann sagt der Frau, das glaube ich nicht. Was ist das? Ich glaube das nicht. Und dann haben wir die später noch einmal getroffen, die Frau, bei einem NR-Kurs und dann haben wir sie wieder angesprochen, nein, ich glaube das nicht, dass uns Gott so sein. Das kann nicht sein, das ist unmöglich, kann nicht sein. Also man kann es glauben oder nicht glauben, ne? Das ist so. Und bei Glaubenssachen ist das so. Aber ein anderes Beispiel, was unser Priester erzählt, da war eine Hochzeit und er war da dabei und irgendwie nach der Hochzeit hat dann der Bräutigam war nicht so kirchennahe, es war ein Controller, also sehr stark verstandesmäßig orientiert und so strukturiert. Ne? Und dann sagt er nach dieser Trauung, sagt er, also wenn ich mir das alles überlege, ja, so jetzt das wissenschaftliche Denken. Das war der Controller. Der Controller, ja. Der sagt dann, wenn ich mir das alles überlege, welche Zufälle es gegeben hat,
dass ich meine Frau kennengelernt habe und ich bewerte diese Zufälle mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nicht? Also wie wahrscheinlich ist das, das, das. Und ich multipliziere es dann zusammen, wie man das macht, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dann ist das sowas von unwahrscheinlich, dass ich schon 10 Lotto-Zwölfer habe. So Lottogewinne haben müsste. Das ist so unwahrscheinlich, dass ich auf natürlichen Wege quasi meine Frau kennengelernt habe. Also der hat so die Summe der Zufälle mathematisch bewertet und hat gesagt, das kann kein Zufall sein. Gut, also wir sind aber schon überzeugt, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, in unsere Ehe. Und naja, und jetzt tun wir da mitarbeiten. Nicht? Also wir haben da Geschenk, unser Eheideal, unser ja, etwas in uns drinnen, so der göttliche Funke. Und jetzt seid ihr schon mitten im Arbeiten drinnen, danke, das ist super. Ihr macht jetzt gerade diese Kärtchen, ne? Oder überlegt gerade, was man da drauf schreibt. Und wir wollen euch jetzt einen Tipp geben, was man dann damit machen kann, wenn das fertig ist. Also ihr könnt ja dann nachher das einschmeißen und dann eher Geldbeutel stecken. Naja, wie entwickeln wir uns weiter? Das ist die Frage. Ne? Also da hören wir jetzt Vorträge, alles super, aber dann, ne? Was machen wir dann? Und da ist jetzt ein Leitfaden, wie wir eigentlich unsere Selbsterziehung als Person und als Ehepaar weitertreiben können. Also zunächst haben wir überlegt, welche Haltungen wichtig sind für uns. Also die Seite 4 ist das. Seite 4 sind wir. Und dann überlegen wir, naja, gibt es jetzt Haltungen, die wir, wo wir uns verbessern wollen, wo wir uns vertiefen wollen? Also wir haben mehrere Haltungen da aufgeschrieben und eine suchen wir uns aus. Dort wollen wir anfangen mit unserer Selbsterziehung. Also dieses Streben veredeln, in die richtige Richtung bringen. Und welche soll das sein? Ja, das muss man halt jetzt überlegen. Wir haben dazu auch so ein kurzes Video, das heißt ein Hase oder ein Kaninchen, wo eine Schwester in sehr launischer Weise das erklärt, wie man dann... Die Selbsterziehung, also dieses Stückchen, das ist ein ganz kurzes, ne? Ja. Also, wenn ich mir so viel vornehme, dann schaffe ich es nicht, ja? Also deswegen nur ein Hase oder ein Kaninchen, nur eine Sache sich vornehmen, für eine Zeit, bis man merkt, ah, das geht schon, das schaffe ich schon, und dann erst das Nächste. Und wenn wir dann der Meinung sind, ja, da ist etwas, das sollte man uns eigentlich anstrengen, vielleicht ist das früher besser gegangen, aber irgendwie, da sollten wir jetzt dran gehen, dann kommt die Aufgabe, eine Übung zu finden. Also man kann jetzt sagen, ja, ich nehme das vor. Also wir nehmen uns jetzt vor, dass wir einander gut zuhören. Ja, aber... Und das muss man ja dann irgendwie sozusagen überprüfen am Abend, sich selber. Ne? Habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Und das ist halt schwierig, weil... Also wenn ich mir es nur vornehme, ja, komme ich dann irgendwann drauf, naja, eigentlich, naja, also wir nehmen es noch einmal vor, ne? Und so. Und, aber es bewirkt vielleicht noch nicht genug, wir sind da nicht zufrieden. Und darum der Tipp, das ist also die Erziehungsschule Pater Kenten, ist, eine konkrete Übung sich auszusuchen. Also, wenn wir sagen, wir sind eigentlich schlechte Zuhörer, wir fallen einander immer ins Wort, zum Beispiel, ne, Ding, dann können wir sagen, wir nehmen als Übung, dass wir den anderen ausreden lassen. Ja, dass man zum Beispiel am Abend, wenn wir reden, jeder 5 Minuten redet und der andere hört nur zu und dann redet der andere 5 Minuten. Ist für manche anstrengend, dann ist es vielleicht eine gute Übung. Und dann können wir die Übung kontrollieren. Also, das ist wahrscheinlich meines, aber ich gehe nicht hin. Glaubt es eh noch. Ja. Gut, also eine konkrete Übung und dann ist der große Trick, gelingt es uns dieser Übung einen Namen zu geben, der uns Freude macht. Ich frage, jetzt müssen wir kreativ sein, so eine Zuhörübung, die uns Freude macht. Fällt euch da was ein? Ich
einen lustigen Namen vielleicht oder so. Nein, die hat die Frau gesehen. Großer Lauschangriff oder was? Großer Lauschangriff. Ja, gut. Ja, irgendwas, ne? Also, großer Lauschangriff. Du hörst, jetzt haben wir den Lauschangriff nicht gemacht. Nein, macht nichts, machen wir morgen dann. Danke. Ja, oder man sagt. Hm? Das ist noch einfacher. Die Übung. Ja. Also das darf lustig sein, damit man nicht sagt, oh je, das muss man auch noch machen, sondern das eben. Und das ist auch ein großes Anliegen von Pater Kinder nicht, es soll Freude machen. Das heißt, Selbsterziehung, die schön systematisch sein und schon halt ans Wesentliche gehen, aber die Übung soll Freude machen. Und das Denken an die Übung soll Freude machen. Also das war so ein Tipp, was man damit machen kann, einfach das immer wieder anschauen und sagen, wo wollen wir uns weiterentwickeln? Machen wir was. Machen wir einen Lauschangriff. Gut, wir gehen ein bisschen in die Systematik hinein und versuchen dann so überblicksmäßig über das Skriptum drüber zu gehen. Also jetzt Seite 5. Also der Pater Kempten, wie alt ist er da? 65. Der Pater Kempten hat das 1950 gesagt, er war 65 Jahre alt und denkt über sein Leben nach, von damals, wie er als Bub den Mönch beobachtet hat, bis eben 65. Soweit mein Bewusstsein geht, war mir das immer klar und selbstverständlich gewesen, den neuen Menschen zu schaffen, der nicht von äußeren Phrasen abhängig ist, der sich von innen entscheidet, der seinen Weg geht, frei von äußerem Drill. Das war einfach ein Stück meiner Persönlichkeit. Das ist einfach so in mich hineingekommen. Der große zentrale Gedanke, der mir von Kindheit an vorgeschwebt hat, war der neue Mensch in der neuen Gemeinschaft in universeller Prägung. Und das ist jetzt so schön, man merkt, wir haben da drei Teile draus gemacht. Der eine Teil vom Verstand her. Es ist völlig logisch, wenn ich die Zeit verfolge, die Gesellschaftsentwicklungen, es braucht den Menschen, der sich frei entscheiden kann von innen. Aber nicht schon, das macht, was der andere macht oder was der andere sagt, nur weil der das auch sagt. Selbst für sich entscheidet, was für ihn richtig ist. Haben wir gesagt, unser Erziehungsziel, ne? Diesen Menschen zu erziehen. Einen starken Menschen, der sich von innen heraus entscheiden kann und nicht, weil er muss. Also äußerer Drill, das war damals, wie er 1910 Priester war, war das also die gängige Erziehungsmethode. Drill, Disziplin, preußische. Gut, also vom Verstand her klar. Und dann sagt er, das ist ein großer zentraler Gedanke, der mir von Kindheit vorgeschwebt hat. Also vielleicht auch das mit dem... Der auch so ein göttlicher Funke in ihm. Ja, beziehungsweise das Erlebnis mit dem Mönch, ja. Das man gerade geschildert hat, da ist in ihm etwas drin und sagt, ja, da möchte ich was machen in der Richtung. Ne? Also das nennt er, das ist in seinem Gemüt war das drinnen, dass er, das war sozusagen sein Antrieb, dass er das macht. Und dann sagt er, ja, das ist ein Stück meiner Persönlichkeit und das ist in mich hineingekommen. Und da sagen wir, das ist das Gemüt, er spürt das, das ist das Gemüt und er formuliert es dann als Ideal, der neue Mensch in der Gemeinschaft. Also, und da merkt man, und das wollen wir jetzt behandeln in Kürze, so eine Zusammenarbeit zwischen Verstand und Gemüt oder Verstand und Leidenschaft. Und der Pater Kentenich, das ist also jetzt das, was ein großer Beitrag von ihm ist in unser geistliches Streben. Der Pater Kentenich versucht nicht Leidenschaften zu unterdrücken, sondern Leidenschaften einzusetzen, beziehungsweise zu veredeln. Als Antriebskraft. Also früher hat es geheißen, man muss diese Leidenschaften abtöten. Das war damals üblich, aber er sagt nein, weil dann haben wir ja keine Antriebskraft. Aber die Leidenschaften können nach oben ziehen oder nach unten ziehen also, und man muss sie veredeln. Also wir haben das versucht in der Grafik darzustellen, mit großen Vereinfachungen. Wir haben gesagt, der Mensch wird quasi von zwei Steuerzentralen gesteuert. Der eine ist der Verstand und das andere ist die Leidenschaft oder Kopf und Bauch, was so irgendwie. Ne? Und
Jetzt ist so, dass beide nach oben ziehen können oder nach unten ziehen können. Nicht? Also der Verstand ist natürlich, ja, der bringt uns nach oben, weil wir überlegen, was wollen wir erreichen und so weiter. Nicht? Aber der arme Verstand kann sich auch irren und er kann auch Irrtümern nachlaufen. Er kann, oder sich täuschen. Ja, er kann sich täuschen oder Ideologien zum Beispiel. Die Ideologien irgendwie Verstand gesteuert und denen läuft er nach. Also Verstand kann auch umziehen, Streben, Vorsätze, aber auch genau Irrtümer drin sind. Nun, die Leidenschaften ist das Gleiche. Nicht? Also die Leidenschaft, da haben wir auch wieder so ein bisschen eine negative Färbung des Wortes Leidenschaft, die Spielsucht und Trunksucht und so. Nicht? Aber die Leidenschaft ist auch Freude. Und Freude zieht nach oben. Oder man hat Schwächen oder Unarten oder Gier oder Zorn. Das ist was, was nach unten zieht. Und wenn man das erkennt, zieht mich das nach oben oder zieht mich es nach unten, dann kann man versuchen, in der Selbsterziehung da zu arbeiten. Also das nach oben ziehen, also diese Leidenschaft veredeln. So wie meine Rose veredelt hier die Leidenschaft veredelt. Also, was der Walter Kending sagt, man soll nicht nur dem Verstand die Aufgabe geben, der Selbsterziehung, sondern man soll auch die Leidenschaft hineinnehmen und beide zusammen bringen uns dann weiter. Und jetzt ist noch die Frage, na, wie arbeiten die zusammen, Verstand und Leidenschaft, und haben ein bisschen was zusammengestellt. Können das jetzt noch relativ kurz behandeln. Ihr habt es ja schon gehört, es gibt zwei Hauptleidenschaften, also es gibt viele Typen von Leidenschaften. Der Walter Kending hat es dann vereinfacht auf zwei Hauptleidenschaften, dass man praktisch damit arbeiten kann. Und die eine Hauptleidenschaft nennt er Hingabetyp und die andere nennt er Eroberertyp. Und der Hingabetyp möchte also sich verschenken, möchte für andere da sein, möchte dienen, und der Eroberertyp möchte einfach gewinnen, etwas erreichen, etwas aufbauen. Und der Erste sein, dem ist die Ehre wichtig. Ja. Um das ein bisschen zu erklären auch, meine, wir können das jetzt nur kurz behandeln und wir wissen aus Erfahrung, das reicht jetzt nicht aus, was wir euch erzählen, damit Sie wirklich euch selbst drin orientieren können, das muss ein bisschen länger noch arbeiten. Ja, ihr müsst da weiter forschen. Jedenfalls, ich habe das Gotteslob, also dieses Gebetsbuch hergenommen und habe ein Gebet gesucht. Und dann habe ich zwei gefunden. Das eine hat mich ganz angesprochen und das andere, mir gedacht, na, so kann ich nicht beten. Und dann habe ich nachgeschaut, von wem jeweils die Gebete sind. Das eine ist von Nikolaus von Flüe und das andere ist von Ignatius von Loyola. Also beide sind Heilige, die ein großes Werk geschaffen haben und heiligmäßig gelebt haben. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das ist eine Gebet. Und das andere, ewiges Wort, eingeborener Sohn Gottes, lehre mich die wahre Großmut. Lehre mich, dir dienen, wie du es verdienst, geben, ohne zu zählen, kämpfen, ohne meine Wunden zu achten, arbeiten, ohne Ruhe zu suchen, mich einzusetzen, ohne einen anderen Lohn zu erwarten, als das Bewusstsein, deinen heiligen Willen erfüllt zu haben. Und dann haben wir eben drüber nachgedacht, wieso ist das eine Qualität, das eine und das andere nicht. Und interessant ist, sind beide Heilige, das heißt, beide sind eigentlich Vorbilder für uns und beide sind gleichwertig, aber doch eine ganz unterschiedliche Sprache, unterschiedliches Denken und spricht dann uns das eine mehr an, das andere weniger. Und es ist so, dass in jedem von uns beides drinnen steckt, aber doch meistens mit einer Schwerpunktsetzung auf der einen Seite. Manchmal ist das sehr stark, die Schwerpunktsetzung. Und ja, und das ist ein bisschen jetzt ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann. Also zum Beispiel, wenn, also das war noch zu einer Zeit, wo das Fernsehen so der
wie sagt man da, also wo man sozusagen vom Fernsehen abhängig war. Heute müsste man sagen, Handy oder Spiele, ja, also so, dass man da süchtig wird vielleicht oder zu viel Zeit verbringt. Der Hingabetyp würde sagen, ich schenke, also ich will weniger Fernsehen und ich schenke diese Zeit, die ich dadurch gewinne, meinem Partner. Und der Eroberer-Typ, das ist aber eine Originalaussage von unserem ältesten Sohn, da haben wir ihm auch gesagt, er soll weniger Fernsehen. Er hat gesagt, wer gewinnt, der Fernseher oder ich? Wer kann abdrehen? Also ganz eine andere Formulierung. Also es geht um Leidenschaft, etwas, was man gerne tut. Also der Hingabetyp, der liebt den Genuss und ein gutes Essen, liebt Harmonie. Und das gute Klima, nur ja nicht das Klima stören in einer Gemeinschaft. Die Harmonie ist wichtig. Also ein Mann, der den wir beobachtet, eine Käseplatte hergerichtet hat. Und ich habe den bewundert, der hat jedes Käsestück genommen und hingelegt. Und so. Also wenn ich eine Käseplatte mache, lege das halt irgendwie hier und so. Jedes Käsestück. Man hat schon gemerkt, wie er denkt, das wird gut schmecken. Ja, 2014 waren Kameraleute bei uns, haben Aufnahmen gemacht für das große Jubiläum mit verschiedenen Familien. Und da war eben der Kameramann mit so einem riesen Ding, ne, und der hat Aufnahmen gemacht und dann hat er sich die Aufnahmen angeschaut. Und wenn man die Aufnahmen gesehen hat, sondern ihn, ne, und dann bei manchen Aufnahmen so geschmatzt und dazu ist auch nein. Das war eine gute Aufnahme. Das hat mir gefallen. Ja. In Gabetum. Und da war der Kameramann, der Eroberer ist, und sagt, ja, genau. Nadja, was bist du? Na, pst. Ich sage. Da, du hast jetzt so mitgejubelt. Ja. Ja, und der Eroberer-Typ halt, will halt Stolz, Ehre, Abenteuer, will kämpfen, diskutieren, hat große Ziele. Gut, in der Gebetssammlung merkt man auch so, dass der Pater Kenrich beides anspricht, beide Leidenschaften, das wollen wir jetzt nicht durchgehen. Interessant ist vielleicht für uns auch, dass aus irgendeinem Grund in der Kirche die Hingabetypen dominieren. Meistens, ja. Ja, weil irgendwie, ja, Jesus hat sich am Kreuz hingegeben und so. Und man spürt es oft auch, wie sich Eroberer-Typen dann nicht wohlfühlen. Also, ja, eine Gesellschaft, wo nur Hingabetypen sind, da tun sich die Eroberer-Typen wahnsinnig schwer. Deswegen ist auch wichtig bei Gruppenbildung, dass man beide Arten drinnen hat. Und ja, also das ist so eine Stärke in Schönstatt, dass man beides hat. Und man braucht beides. Also, wenn man nur Eroberer-Typen hat, ist das auch furchtbar. Weil da fühlt sich niemand wohl. Nicht? Ob man nur Hingabetypen, fühlt man sich nur wohl. Geht nichts weiter. Also das ist die Kunst jetzt. Ne? Ja. Gut, und der Pater Kenrich redet jetzt vom Veredeln der Hauptleidenschaft. Das heißt, das, was wir erkennen, das ist unsere Leidenschaft, das nicht abtöten, ja, sondern du darfst nicht so sein, du darfst nicht immer gewinnen wollen und, oder du darfst nicht dich so viel hingeben an andere. Nein, ist gut, aber jetzt veredeln. Das heißt, du bist jetzt der Siegertyp oder du kämpfst gern und möchtest erfolgreich sein. Ja, und jetzt setzt deine Fähigkeit ein für andere Menschen. Ja, für jemanden, der eben das braucht. Ne? Also, oder in der Feuerwehr, das also Brand bekämpfen, ne? Da hat man auch. Oder sagt der liebe Gott dann, pass auf, ich mache euch zum Begleiter ein paar in einen Akademiekurs und das muss der beste Kurs aller Zeiten sein. Genau. Haben Sie diese Fähigkeit, wir wollen was Großes erreichen, aber dienen den anderen. Das ist jetzt Dienst an den Menschen und nicht, um nachher am Treppchen oben zu stehen. Und eben beim Hingabetyp, dass man weniger Dank und Anerkennung sucht von den anderen. Gut, wir zwei als Ehepaar, ja,
wir ergänzen einander eventuell, aber es gibt auch viele Ehepaare, die gleich sind. Also, es gibt zum Beispiel Ehepaare, die sind beide Hingabetypen, haben dann mehrere Kinder und plötzlich ist ein Kind Eroberer-Typ. Was mache ich mit denen? Also die sind nur so, wir kennen diese Familie und das letzte, das jüngste Kind war eben auch ein Eroberer-Typ. Alle anderen Hingabetypen und streicheln und soll ich dich abholen und so. Und das andere Kind, das hat das alles nicht wollen. Und da sind mir die so vorgekommen wie bei den Tieren. Also die Henne brütet die Eier aus und ein Ei ist eine Ente, da kommt ein Entchen heraus. Und das läuft zum Wasser und schwimmt und die sind am Ufer. Jesus, na, du gehst unter. Ja, weil das eben so anders ist. Ja. Gut, also insofern ist es eine spannende Sache. Ja. Es ist schon so, dass es wichtig ist, dass man diese Leidenschaft da zur Entfaltung bringen darf. Also wir haben dann hinten einen Artikel, wo drin steht, wenn man das permanent unterdrückt, nicht, wenn man permanent einen Eroberer ruhig stellt und sagt, ja, du musst das tun und so und sagt schön bitte und danke und dieses und jenes oder so. Also wenn man den ständig ruhig stellt, den Eroberer-Typ, kann er echt krank werden. Also das ist auch psychisch krank. Ja, mir fällt ein Beispiel ein. Eine Mutter war zu Hause mit einem kleinen Sohn, der kleine Sohn 4 Jahre alt, und sie haben die Treppe geputzt. Und dann, irgendwann hat er es auch gemacht. Also er hat nicht die Mama nachgemacht, sondern hat eben irgendwann das geputzt. Und die Mama sagt, ja, bist du brav und so, umarmt ihn und er stoßt sie weg. Sie ist natürlich völlig aus dem Häuschen, was ist los? Und dann haben sie nachgedacht gemeinsam, das ist ein Eroberer-Typ und der will nicht so bedankt werden. Für den genügt das, dass man hinschaut und sagt, ist gut gemacht. Also nicht zu. Es gibt es ja auch, dass man. Der Pater Beller hat uns einmal erzählt, wie er auf einem Burschenlager das macht, wie er die Burschen lobt. Also die haben unter anderem, bauen die irgendwelche mit Holz, irgendwelche Türme und so weiter. Für die Fahne zum Aufhängen. Und ja, wenn dann also so ein schönes Ding steht, ne, dann geht er vorbei und sagt, wer hat das gemacht? Dann sagt einer, ich habe das gemacht. Und geht weiter. Also wenn das ein Mädchen hört oder eine Hingabe, dann denkt sie, na, das ist aber kein Lob. Ne? Aber für einen Roboter-Typ ist das volle Lob. Ne? Gut, da haben wir noch, der Satz steht eh jetzt da, also wenn das Anlehnungsbedürfnis, also hätte wenn das Anlehnungsbedürfnis, Hingabetrieb oder das Geltungsbedürfnis nicht in rechter Weise befriedigt, dann können sich daraus leicht krankhafte Symptome ergeben. Also jetzt nicht als schlimme Warnung, aber du als Hinweis. Es geht darum, das naturell richtig zu sehen und zu fördern. Und da ist immer ein Unterschied, dass ein Siegertyp hat oder jemanden. Und es ist unabhängig von Mann sein, Frau sein. Das kann jede Frau haben. Also das ist vom Geschlecht unabhängig. Gut, wir haben gesagt, die Triebe einbeziehen in unsere Selbsterziehung oder auch in unsere gemeinsame Weiterentwicklung als Ehepaar. Und da ist jetzt ein wichtiger Punkt auch, das Wort Trieb ein bisschen weiter zu sehen, als es im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird. Zum Beispiel jetzt Nikolaus und Ignatius, die haben einen Trieb. Das ist ein Trieb, wie sie ihr Gebet sprechen, und zwar ein Gottestrieb, also ein übernatürlicher Trieb. Also sie sind leidenschaftlich für Gott. Sie wollen leidenschaftlich Gott dienen und zu Gott kommen. Das ist eine Leidenschaft. Also und normalerweise denkt man, wenn man hört Trieb, an den Körpertrieb, an den Genuss, an ich bin das die wichtigste Person. Ja. Dann gibt es natürlich auch den Seelentrieb, dass man zum Du kommt und dass man für das Du da ist. Und dann den Gottestrieb. Also gut, wir haben jetzt gesagt, gewisse Vereinfachung, es gibt diese zwei Steuerzentralen, die Leidenschaft und den Verstand und so. Und
Ja, wie ordnen wir die jetzt oder wie bringen wir in uns den Verstand und die Leidenschaft dazu, dass sie zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten? Und da haben wir jetzt ein paar Tipps, also zunächst der positive Tipp, diese Unterstützung, die gegenseitige, die Dynamik und schöpferische Kraft entsteht also, wenn die Dynamik, die schöpferische Kraft aus dem Eroberertyp und dass der ganze Mensch mitmacht, der Hingabetyp. Und die beiden können sich auch gegenseitig ein bisschen betrügen oder. Ja, der Verstand lässt sich leicht von der Leidenschaft um den Finger wickeln. Also das ist unwahrscheinlich, wie das geht. Ja, und das glauben wir nicht, weil wir glauben ja an unseren Verstand, weil wir ja gescheit sind. Nicht? Da haben wir gesagt, die Kinder sind gescheit und wir sind auch gescheit. Und so glauben wir eigentlich, dass unser Verstand alles beherrscht, die ganze Szene. Aber es ist nicht immer so. Also ich erzähle euch mal, wie es heute in der Früh war. Also gestern haben wir überlegt, nicht? Verstand überlegt, geplant. Also 9 Uhr beginnt der Vortrag, wir sollten also um 8:30 da sein, um unsere Richtung zu. 8:30 da sein heißt 8 Uhr wegfahren und dann ja, Frühstück essen in Ruhe, nicht, dass wir nicht gehetzt herkommen. Nicht? Und vorher müssen wir noch den Vortrag neu ausdrucken, das haben wir heute noch früh gemacht. Also das Anpassen an die und so. Nicht? Und naja, damit es richtig geht und dann ab und zu funktioniert der Drucker nicht. Also man braucht eine Reserve, der Computer bleibt hängen, also 5 Uhr aufstehen. Nicht? Also 5 Uhr weg nicht? Und dann habe ich noch 3 Stunden Zeit, das alles zu machen, damit es ordentlich ist. Ich meine, wir wollen ja was Gutes liefern. Nicht? Und also 5 Uhr aufstehen, nicht? Dann um 5 Uhr läutet der Wecker. Was ist? Ja, dann so ein inneres Zwiegespräch. Ja. Verstanden bleiben. Was ist los? Ja, aufstehen. Wir haben ja gestern gerechnet, wir müssen um 5 Uhr aufstehen, damit wir einen guten Freund machen können. Und das gut auch. Ja, spinnst du erst? 3 Stunden braucht man nicht für die Papierung. Ja. Also gut. Und der Verstand rechnet es neu durch und sagt, also gut, 5.30 Uhr. 5.30 Uhr, der Wecker. Was ist denn schon wieder? Na, aufstehen, wir müssen das ja machen. Schau, die Leute wollen einen guten Vortrag von uns und so. Und wir sind da ausgeruht hinkommen und nicht irgendwie abgehetzt. Weißt du, die Eva kommt immer zu spät und so. Na, spinnst du halt für die. Was, na, weißt du, wie viele Seiten machen wir da? Ja. Ja, 2 Seiten müssen wir. 2 Seiten, 2 Stunden spinnst du halt. Ja. Jetzt macht ihr das, dann warst du so lang und dann brauchst du so lange, schäm dich. Na, ist ja gut, also der Verstand rechnet es wieder durch, er tut dann das Frühstück kürzen, die Ankunftszeit nicht 8:30, sondern 8:45, weil das reicht ja auch nicht, immer nur so. Ne? Die kommen eh immer zu spät. Also, also der Verstand macht eine neue Rechnung und dann wird es also irgendwann 6 Uhr nicht? Und so, und das geht sich dann auch noch aus. Aber ja, wenn man da sehr erschöpft hingehen, sind wir dann total fertig und ist dann so schlecht schlafen gegangen und so. Was bringt das, wenn du da die Papieren da herum und du sitzt drüber, dann bist du ganz erschöpft. Ich schlafe noch weiter. Naja, aber da müssen wir, und dann rechnet der Verstand wieder nach und sagt, also pass auf, 6:30 Uhr, aber jetzt wirklich dann. Ne? Na gut, irgendwann ist das dann alles, hat das dann funktioniert. Also so ein bisschen scherzhaft jetzt, die Zusammenarbeit und die Leidenschaft schafft es wirklich. Den Verstand um den Finger zu. Und der Verstand ist so blöd, dass er wirklich das neu einmal durchrechnet und jetzt sagt, pass auf, das hat jetzt gemacht, ich habe gestern ausgemacht und so, das gilt jetzt. Ne? Und dann rechnet es wirklich alles neu nach und so. Na gut. Also, dieses Zusammenspiel und da muss man aufpassen, dass man nicht für etwas, wo eine, sag ich, eine entartete Leidenschaft etwas erreichen will, dass der Verstand dann nicht die Begründung liefert.
Meine, wir haben dann nur ein Beispiel, warum wir uns einen Ferrari kaufen, das erzählen wir euch nicht, das dauert jetzt zu lang. Ja. gut. Also dieses Zusammenspiel Verstand und Leidenschaft und dieses Zusammenwirken wirkt dann in Ideal. Also Ideal soll das sein, was unserem Leben entspricht, was passt und wo unsere Leidenschaft drinnen ist. Ein paar Beispiele zu so Idealbildern. Ja, also wir haben uns heilige oder noch nicht heilige Menschen angeschaut, welches Ideal, also wenn wir es wissen, welches Ideal sie gehabt haben, wo sie ihr Leben danach ausgerichtet haben, also ihr Ziel. Also der Franz Reinisch, der war ein Tiroler Priester und hat sich gegen Hitler gestellt, hat den Eid nicht geleistet und ist daher 1942 hingerichtet worden. Unverrückbar wie die Berge der Heimat steht unser Glaube an Jesus und Maria. Also aus dem Grundsatz hat er gelebt und hat sein Leben hingegeben. Oder der Josef Engling, das ist der Schüler Pater Kentenichs, der sofort diese Lehre von den Vorsätzen, so wie wir es jetzt vorhin erklärt haben, sofort in seinem Leben umgesetzt hat. Der musste in den Ersten Weltkrieg einrücken und ist 1918 gefallen. Allen alles sein und Maria ganz zu eigen. Das war sein Motto, aus dem er gelebt hat. Oder der Mario Hiriart, der war in Chile ein Universitätsprofessor und hat mit jungen Männern gearbeitet. Wie Maria, lebendiger Kelch, Träger Christi. Also wo er ist, trägt er Christus hin und wie in einem Kelch. Und die Teresa von Avila, die hat ja sehr viele Klöster gegründet und hat sehr ein tolles Buch geschrieben, zum Beispiel die Gottesburg. Und da drin ist eigentlich ihr Ideal, Gott allein genügt. Deus basta, sagt sie auf Spanisch, ja. Gott allein genügt, so ist es halt jetzt übersetzt. Und Augustinus, na, der hat viele Leidenschaften gehabt und seine arme Mutter, die Monika, hat lange gebetet für ihn, dass er sich bekehrt. Und irgendwann ist er dann draufgekommen, was sein Ideal ist. Mein Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, o Gott. Er hat zu Gott gefunden. Und die Mutter Teresa haben wir ja vielleicht noch miterlebt. Die hat in jedem Armen, in jedem Sterbenden Christus gesehen. Und wenn sie dem was Gutes tut, dann dient sie Christus. Also das war für sie diese Lebensaufgabe, die sie gefunden haben und wo sie durch ihre Leidenschaft und auch durch den Verstand Antriebskräfte bekommen haben und wofür es für sie es hat sich gelohnt, dafür zu leben und dafür zu sterben. Also jetzt wir zwei als Ehepaar, Seite 11, wir tasten dem nach, ob das so sein könnte, was jetzt die Eva und der Erich sagen, dass es ein Ideal gibt, dass es einen Gedanken gibt, den Gott mit uns hat, der uns einzigartig macht. Dass Gott uns etwas zutraut, etwas von uns will, was nur wir können. Wir sind einmalig. Auch zusammen als zwei Einheit. Also so ein Lebensziel, das in uns schon drinsteckt, aber das man erst rausfinden muss. Und wenn wir an das glauben können, oder wenn wir uns da so hintasten und vielleicht immer mehr überzeugt werden, dass es so ein Ideal gibt, dann ist das schon schön, vielleicht aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, unsere Ehe wird wertvoller. Dann ist es nicht irgendwo, na gut, irgendein Mann hat irgendeine Frau geheiratet. Ja, von den Milliarden Menschen haben wir zwar geheiratet, sondern dann ist es was Einzigartiges, was Wertvolles. Und wir haben immer wieder Probleme miteinander, auch wo wir dann sagen, nach Gottes Willen, wo sind wir da hineingeraten jetzt? Und wenn man dann im Hinterkopf hat, Moment, aber da ist was Wertvolles. Wir im Moment verstehen wir das nicht, aber
wir können dann wieder hinkommen, das Wertvolle in unserer Ehe zu finden. So stabilisiert uns das. Und das andere ist, praktischer Punkt, wenn wir uns auf die Spur machen, zu schauen, zu suchen, was kann das sein, was Gott von uns will, dann haben wir diese Ausrichtung und dann haben wir eine Kraftquelle. Weil wenn wir, sagen wir, den Willen Gottes spüren und ihm halt so gut es geht folgen können, dann bekommen wir auch die Kraft von ihm. Und da ist so der erste Schritt jetzt dieses Kärtchen, nicht? Unsere Sehnsucht. Wir gehen davon aus, dass Gott unsere Sehnsucht ins Herz gibt. Wir reden miteinander, wir hören einander zu, wir verstehen einander nicht und reden dann weiter und so. Nicht? Und irgendwann klärt sich das und wir finden so aus der Sehnsucht unserer beiden Herzen das Gemeinsame. Also jeder sagt dann zum Beispiel etwas, das könnte sein, und der andere sagt, das könnte sein. Und wenn dann eine Harmonie entsteht, da ist diese Seele oder bei unserer Seele in Harmonie schwingen, dann ist es das. Also es wird nicht so schnell passieren, also es wird längere Zeit brauchen, wenn man wirklich zu suchen, also ansuchen, anfangen sollte man gleich. Aber das Finden, manche finden es gleich oder schnell und bei manchen dauert es viel länger. Also das ist ganz verschieden, das kann man nicht vorhersagen. Und das Schöne ist, wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, so die Frage, ja Gott, was ist es jetzt, wofür wir geschaffen sind, da hilft jetzt kein Argumentieren oder kein Überzeugen. Nicht? Normalerweise im Berufsleben muss man überzeugen können, muss verkaufen können und so weiter, dann so reden, dass der andere einstimmt. Um das geht es nicht. Also wenn jetzt mir was gefällt und ich sage, aber Eva, das ist ja super. Dann ist so die Antwort, bei mir schwingt nichts. Aber ich bin schon, bei mir schwingt es, ja. Das ist super. Ja, dann sucht man weiter. Also das ist schön, es geht jetzt nicht um Überzeugen und Durchsetzen, sondern um gemeinsam Finden. Und das ist auch was Schönes, dass man wirklich sich so einlässt aufeinander. Ne? Und, habt ihr so ein Kärtchen? Eines oder mehrere? Nein, wir müssen ein Geständnis machen, Nadja. Wir haben die Akademie nie besucht. Wir haben sie gegründet. Wir sind eines der wenigen Ehepaare, die Akademie nicht besucht haben. Nein, also wir haben kein Kärtchen, sondern ein Bild. Ja. Das ist in unserem Hausheiligtum. Ja, genau, wir haben ein Bild. Ob und zu entdeckt man das Bild ja, irgendwo. Das kann man natürlich auch haben. Ne? Ganz viel man will. Aber ja. Ihr seht immer das gleiche Ideal in dem Bild oder seht ihr auch verschiedene Aspekte dann? Das war nicht so. Ist das, so, ja. Ist das ja. Vielleicht ganz konkret? Oder was? Na gut, in jeder Lebenssituation, in jedem Lebensalter verändert sich das natürlich. Genau. Ja. Ich meine, nur ein praktisches Beispiel, also wenn wir jünger waren, haben wir Kinder gehabt und jetzt haben wir Enkelkinder. Ja. Das ist bei beiden Liebe, aber es ist ein Unterschied. Ja. Ne? Ja. Oder aber 80 dann, jetzt wie fühlt sich mir 40 Jahre, hat sich das Ideal dann leicht modifiziert mit anderen? Das Ideal, die Formulierung ist gleich geblieben, aber was man tut, ist also anders geworden. Allein durchs Alter wird es wieder anders. Ne? Oder durch die Aufgaben, die man bekommt. Ne? Gut, also es geht jetzt nicht darum, dass man sofort irgendwas erreichen muss oder muss Ding, sondern wir wollen einfach so einen Blick, eine Sehnsucht wecken und einfach die euer Miteinander auch stärken und sagen, da ist etwas, was ihr miteinander machen könnt. Und das ist das Schöne, das Ideal kann man nur miteinander haben. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt ja alle meine Frau nicht. Ja, das ist was, was einem verbindet, ja. Und das ist eigentlich das Schöne und ja, der gemeinsame Weg. Und dann, was wir jetzt eigentlich begonnen haben, diese Sicherheit, dass wir geliebt sind. Wir haben gesagt, ja, die Gottesmutter, wenn man in das Heiligtum kommt, sie sagt, ja, schön, dass du da bist und gut, dass du da bist. Und das sagt sie im Namen von Jesus, den sie am Arm hat. Und das ist das, was uns eigentlich dann
die Sicherheit und die Stärke gibt, dass wir von Gott geliebt sind. Und wenn wir die Liebe Gottes in unserer Beziehung spüren, in unser Ehepaar spüren, ist das natürlich wunderbar. Und darum würde ich mich anregen, da in die Richtung zu gehen. Was ist zu tun? Der letzte Tag. Ihr habt noch die Möglichkeit, dann bis zur Messe diese Kerzen. Oder bis zur Messe, weil dann wir schalten das dann ein. Das muss richtig heiß werden, der Apparat, damit das gut arbeiten muss. Ja, man kann ruhig zwei gleichzeitig. Und und dann wollen wir euch einladen, noch miteinander zu reden. Wieder die Frage, was hat uns angesprochen, und dann ein bisschen die Resonanz zum Ehepartner. Ne? Also, glaubst du das, was dir dazu sagen? Was meinst du? Und selber forschen. Sollen wir es darauf einlassen? Okay. Danke. Danke.